Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Liberty City Stories. Und beim letzten Mal haben wir die Schrottplatz-Challenge erfolgreich gemacht. Wir haben sie geschafft. War ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber wir haben es geschafft und deswegen können wir jetzt einfach mal wieder mit einer Hauptmission weitermachen. Und da wir noch Missionen bei Marcy Briani haben, fahren wir jetzt einfach mal zu Tonys Mutter und gucken, was sie jetzt noch so von uns will. Aber meistens will sie ja gar nichts von uns. Sie macht Tony ja einfach nur nieder und er will dann irgendwie sie beeindrucken und schafft es eigentlich nie. Und ja, so geht das die ganze Zeit. Naja, gehen wir mal zur Mission. Der verstoßene Sohn. Ma, you there? Tony? I'm just on the phone. Yeah, he's here now. Okay, I'll kill him. Bye. Tony? Come to upset your mother again, huh? You spend all day playing the tough guy? You never come to see me. Or bring home any nice girls. But who'd want you anyway? You look so pasty and thin. You're trying to kill me with the shame and the worry. Well, no more. From this point on, we're through. I've called a hit on you. It's really the only way, Antonio. What? Ma? You were always a disobedient boy. It's for the best, son. At least try to die like a real man. Try to stop shaming me. Die Auftragkiller sind da. Was? Alter, was ist das für eine Mutter? Alter, was geht hier ab? Alter, was... Was geht hier ab? Alter, warum... Bam, Alter. Was wollt ihr alle? Haut mal ab hier. Alter, ist die verrückt, die Mutter? Warum hetzt die Auftragskiller auf uns? Warum setzt die Killer auf uns an? Granate weg hier. What? Boah, ey. Was geht hier ab? Bam. Bam. Bam, Alter. Ich mache euch alle platt. Sie sind wütend. Ich mache euch alle platt. Ich krieg dich gerade nicht ins Visier. Boom. Hier ist noch einer. Boom. Sie geben nicht auf. Es kommen mehr Killer. Mach sie fertig. Muss ich da eigentlich die Shotty für nutzen? Ich würde lieber die hier für nutzen. Alter. Da kommt die nächste Welle. Was sind das für Killer? Aber wir werden sie alle zerlegen. So leicht lassen wir uns nicht von der Mutter verstoßen. Warum akzeptiert sie mich nicht so, wie ich bin? Noch mehr Killer. Da haben wir so gesehen die zweite Welle jetzt geschafft. Da ist die nächste Ladung Killer. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Ich mache euch alle fertig. Die nächste Welle. Zack. Und nicht nachladen, das ist ganz schlecht. Ganz schlechter Zeitpunkt. Oh, das Auto fängt schon an zu räuchern. Und es fliegt jetzt in die Luft. Bam, es nähern sich noch mehr Killer. Puste sie weg. Da sind sie. Wow. Wow. Schnell. Oh. Alter. Was haben die für Waffen? Holy, die will ich haben. Gib mir mal die AK. Oh, AKs. Oh, ballern die auf einmal mit einer AK auf mich, dachte ich. Ich fliege. Ich werde in 1000 Teile zerfetzt und sterbe. Aber gerade so noch geschafft. Jetzt, wo die Killer angeheuert sind, was stand da? Oh, ich konnte es nicht lesen. Ich konnte nicht so schnell reagieren. Ich war noch zu geflasht davon, dass die mit AKs auf uns geballert haben und wir fast gestorben sind dadurch. Alter. Meine Güte. Mit der Mutter will ich auch nichts zu tun haben. Mann, Tony, lass sie einfach links liegen. Ist doch egal. Also ganz ehrlich, wenn eine Mutter sowas macht, dann ist mir das auch egal. Dann fahren wir lieber zu Onkel Salvatore. Der versteht unsere Probleme. Gut, da haben wir jetzt wohl alle Missionen für die Mama erledigt. Ist auch besser so. Nicht, dass sie uns noch umbringt. Hat sie ja fast geschafft. Gut, dann fahre ich lieber echt zu Salvatore und guck, was er von uns möchte. So. Elegant eingepackt. Naja, mehr oder weniger. Und dann geht's ab zu Salvatore. Ist ja auch wie in GTA 3 diese Mafia-Musik im Hintergrund. Nö. Aber trotzdem ist hier eine Mission. Also, Leute, worauf warten wir? Das Angebot.
Hey, boss, you okay? Do I look okay? No. Then what are you, a fucking moron? You're always saying the obvious. I can't believe I'm surrounded by people like you. Sorry. Listen, I'm sorry. Tony, you're one of my most trusted allies. After what you did, you're like a son to me. Better than my son. Better than any son. Your mother is a lucky woman. So I hear. Anthony, it's over for guys like us. We're dinosaurs, or dodos, or dildos, or something. I tell you, even in my own family, I feel like Jesus, surrounded by 12 Judases. I mean, listen to this. I got a union boss, abroad no less, that I need to do me a favor, and she asked me for money? All I wanted was 24-hour access to the docks while the strike was going on. Strikes that I helped organize so my boys could offload some drugs. And now I get this horse shit? I mean, these are people that I personally fought for, people I've killed for, honest people. And this is how they repay it's me? It's insulting. It's a disgrace. We're finished. Men of honor like you and me. Listen, Tony, I want you to take something to her. You're gonna take this crap off abroad? For now? What choice do I have? Look, go down there, pay her off, and tell her I'd like to have a word with her. Go. Triff dich mit der Gewerkschaftsvorsitzenden Jane Hopper bei den Portland Dogs. Okay, jetzt müssen wir ja irgendwie Geld bringen. Was nehmen wir denn dafür? Ich nehm weiter die PCJ-600. Das macht einfach mehr Spaß, mit einem Motorrad durch die Gegend zu heizen. Dann müssen wir jetzt zu den Dogs. Alles klar. Gut bewaffnet sind wir ja, falls es irgendwie... ja, anders verlaufen sollte, als wir es uns vorstellen. Oder als es sich Salvatore vorstellt. Kann ja ganz leicht immer passieren in GTA. Also ich mache mich auf alles gefasst. Oh, nicht hinfallen jetzt schon bevor, nicht schon unten liegen, bevor die Mission begonnen hat, so wirklich. Salvatore wants to talk. I'm not playing Salvatore's game. Thanks for the donation, kids. See you around. Die wollen uns doch jetzt bestimmt ans Leder, oder? Warum umzingelt ihr uns? Boah! Alter! Hilfe! Flüchte von den Dogs! Ich will doch gar nichts von euch, lasst mich in Frieden! Nee, da an denen verschwende ich nicht meine Muni. Was ist hier los? Mollys? Ach, das macht uns nichts aus, wir sind feuerfest. Da müsst ihr schon andere Geschütze... da müsst ihr andere Geschütze auffahren. Das macht mir gar nichts. Das verbrennt euch nur. Und uns macht das nichts aus. Ja, und komm doch hier. Hier, ich brenne. Hilfe. Aua, aua, aua. Oh. Ja, könnt ihr ruhig mit Mollys rumwerfen. Ist mir so egal. Da kommt er. Wir sind die lebende Fackel. Tony Cipriani, die lebende Fackel. Naja. Ich steig wieder aufs Motorrad und verzieh mich. Mission erfüllt, $500. Wow. Das ging mal fix. Wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir direkt noch eine Mission machen. Dann haben wir drei Missionen in einem Part. Das ist doch wunderbar, oder? Also nichts wie auf zu Salvatore Leone. Also ich glaube, wenn man da nicht feuerfest ist, dann kann das ziemlich brenzlig werden, wenn die einen mit einem Molotow-Cocktail treffen sollten. Aber da wir die Feuerfestigkeit haben, ist uns das sowas von egal. Ja Leute, diese Bonis zahlen sich sowas von aus. Ich will jetzt hier aber nicht herunterfallen. Oh nein. Oh nein. Komm ganz langsam hier hoch. La 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 la. Geht das? Ja, geht. Wunderbar. So, Salvatore. Die spielt unsere Spielchen nicht mit, Onkel. Nuttenexpress. Is this one of your new doggies, Sal? Mr. Leone, Tony, come star. I'm glad you showed up. I want you to do something for me. If I can't get that bitch of a union boss on my side, I can sure as shit get her guys to play along. You got me? Sammle 6 Nutten auf und bring sie zu den Streikposten bei den Portland Dogs. Achso, jetzt will er die Männer mit den Girls rumkriegen und sie auf seine Seite ziehen.
Ah, das ist eine gute Taktik. Noten sind immer ein bewährtes Mittel. Das hat schon immer geklappt. Da ist ja ganz gut, dass wir jetzt schon einen Viersitzer haben. Dann können wir drei mitnehmen, immer pro. Haben wir irgendwie eine Zeitvorgabe oder so? Oder müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass sie da heil ankommen? Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass wir verfolgt werden oder so, aber... Störe den Freier, damit das Girl aus dem Auto steigt, okay? Wo denn? Ich sehe doch noch gar nichts. Da. Aus dem Weg. Ach, ihr wollt uns irgendwie mit uns anlegen? So. Du bist ein ganz harter, ne? Friss Kugeln. Ha. Von dem lasse ich mir gar nichts sagen. So, steig ein. Girl Nummer 1. Och, das ist doch ganz spaßig eigentlich. So, wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste auf der Liste? Ach, ich fahre jetzt einfach geradeaus und guck, wo der Nächste ist. Ist doch egal. Ich guck doch nicht auf eine große Karte für sowas. Ist doch sowieso egal. Hauptsache, wir kriegen sie alle im Auto untergebracht. Die ersten drei kriegen die schönen Plätze und die anderen stopfen wir in den Kofferraum. Schluss damit jetzt hier. Du kommst jetzt mit mir mit. Was willst du? Achso, du bist das Girl. Achso, ja, dich sollte ich natürlich nicht abballern. Das wäre ein bisschen unklug. So, ein komischer alter Mann läuft auf der Straße rum. Nichts Neues für GTA. Das Übliche. Und die Windschutzscheibe hat sich, glaube ich, gerade verabschiedet. Auch nicht so toll. Aber es ist schön luftig, wie immerhin. Hallo? Kommst du? Oh, das war ja einfach. Die hat ja noch nicht mal eine Begleitung. Bring die Girls zu den Streikposten. Mit Vergnügen machen wir das. Aber ich frage mich gerade, ob das so einfach ist, die da so zu platzieren und ob die da so sicher sind. Kann ja sein, dass da ein Timer läuft von wegen, hey, beeil dich mal langsam, denn die Noten sind unten in Gefahr oder so. Oh, ja, hoffentlich nicht. Man muss doch nicht alles immer mit einem Zeitlimit versehen. Man kann doch auch einfach mal entspannen. So, die bringen wir jetzt hier hin. So. Oh, lebt die eine Note noch? Die habe ich ein bisschen über den Haufen gefahren. Kann es sein, dass da mehr Noten sind, als wir eigentlich brauchen? Ja, dann möchte ich sie alle fangen. Ich will sie alle catchen. Gotta catch them all. Yeah, Pokémon. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir nehmen die ganz rechts. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Warum steigt er da mitten auf der Fahrbahn aus? Hä? Das muss man nicht... Man soll nicht alles hinterfragen in diesem Spiel. Es ist nicht alles logisch und deswegen ist es einfach nur blöd, alles irgendwas zu... Man darf nicht alles hinterfragen. So ist es. Miep, miep, miep. Steig ein. Ja, wieso nicht? Mach doch jetzt. Also, solange ich noch fahren und lenken kann, ist alles in Ordnung. Also, tu dir keinen Zwang an. Miep, 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 miep. Bitte einsteigen. Hey, Baby, looking for a good time? Könnt ihr euch mal andere Sprüche ausdenken? Das wird langsam langweilig. Ich fahr dich um. Nein, tu ich nicht. Oh, nein, das war doch nur ein Witz. Jetzt hätte ich die beinahe echt umgekachelt. Mann, Mann, Mann. Ja, und wieso gibt es mehr Girls, als hier eigentlich vorgesehen sind? Ja, weil die sterben können wahrscheinlich, oder? Mal gucken, ob wir gleich noch weiter Girls sammeln können oder ob es heißt, ja, du hast es erledigt, fertig. Oder es ist eine, so eine Mission, wo man sich so einen kleinen Bonus noch dazu verdienen kann. Dann will ich den Bonus aber auch haben. Und? Naja, anscheinend nicht. Mission erfüllt, $500. Okay. Ja, jetzt haben wir ganze drei Missionen erledigt. Das ist doch mal ein sehr produktiver Part gewesen. Ich hoffe, ihr seht das auch so und euch hat die Folge gefallen. Und wenn das der Fall sein sollte, ja, dann würde es mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Pass auf, einer von Mars-Attentätern nähert sich dir. Wo? Mein Gott. Wo ist er? Jetzt müssen wir in Angst leben. Wir müssen in Angst leben. Die Attentäter nähern sich.
Was für ein Attentäter. Dann soll er doch herkommen. Oh nein, da ist er. Holy crap. Hello, Fido. It's Maria. Salvatore gave me your number. I found it in his address book. But whatever. You're his new doggy, right? Well, I want to go walking. I'll expect you over soon. Oh, jetzt haben wir Maria Salvatore auch noch auf der Karte. Die Frau von Salvatore. Naja, gut. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Also Leute, vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dann sage ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal.